St. Pauli ist der Inbegriff für Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt. Es war schön zu sehen, dass, wenn ich geschminkt auf die Straße gehe, nicht mehr um mein Leben laufen musste. Ich weiß, ich gehe gerade raus und ich bin ich. Ich bin so hundertprozentig ich. Viel mehr ich kann ich gar nicht sein. Samstag ist Abrissparty und Sonntag ist wieder Koma. Man muss diesem Stadtteil mit Respekt begegnen. Das ist Max. Max ist Pastor und fühlt sich mit seinem Dorfleben eigentlich ganz wohl. Heute schicken wir ihn aber nach Hamburg auf die Reeperbahn, wo er die Drag Queen Veuve Noire kennenlernen wird. Die Basiskirche versucht also mal wieder das, was sie am liebsten tut, mich aus meiner Komfortzone herausholen. Ach Gott, nee, einen wunderschönen guten Morgen. Und dann auch noch so ein Schnuckelchen, Hallöchen. Du bist Veuve Noire. Ich bin Veuve. Und du heißt, ist egal, wir können trotzdem kuscheln. Ja, Max heiße ich. Hi Max, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Hier sind wir auf deinem Kiez. Ja, naja gut, es ist nicht mein persönlicher Kiez, aber hier ist quasi meine Heimat. Hier ist mein Herz, hier liebe ich, hier arbeite ich. Das klassische Bild einer Drag Queen ist ja, sie ist bunt, sie ist schrill, sie glitzert, sie haben alle mega fette Haare auf dem Kopf. Und das war auch immer etwas, was ich total schön fand, aber für mich selbst niemals so zutreffend war. Ich konnte mich damit immer nicht so wirklich identifizieren. Ich hatte dann immer das Gefühl gehabt, wenn ich so bunt bin und schrill bin und Perücken aufsetze, für mich war das immer so ein Teil von, ich habe das Gefühl, ich verkleide mich. Und für mich war es halt schon immer wichtig, authentisch zu bleiben und ich selbst zu bleiben. Und deswegen musste ich da halt immer versuchen, Kompromiss zu finden zwischen dem, was man von mir erwartet und zwischen dem, wo ich mich eigentlich noch wohlfühle. Wenn ich mich beschreiben würde, ich sage immer gerne, ich bin eine heterosexuelle Frau im Körper eines schwulen Mannes. Ich möchte an dem Körper nichts dran ändern, mache aber trotzdem das Beste daraus. Veuve Noire verdient ihr Geld mit Touristenführungen auf dem Kiez. Bevor sie sich für ihre Tour heute Abend fertig macht, will sie Pastor Max erstmal ihren guten Freund Fabian vorstellen. Fabi, du geile Sau! Bist du das Callgirl, was ich bestellt habe für 50 Euro? Okay. Okay. Hallo Max, grüß dich Fabian. Schön, dass du dabei bist. Fabian arbeitet seit mehr als 30 Jahren auf dem Kiez. Er war Türsteher, Zuhälter und wurde dafür bezahlt, Menschen in Clubs und Bars zu locken. Heute lässt er es etwas ruhiger angehen und verdient sein Geld auch mit Touristenführungen. Die Reeperbahn ist die Heimat von Fabian und Veuve Noire, aber auch von 22.000 weiteren Menschen. Das geht schon los, dass die Nummer ab 22 Uhr nicht irgendwie Zimmerlautstärke und keine Ahnung ist, sondern hier ist halt die ganze Nacht heiliger, die Drecksparty. Haben wir ja jetzt auch gerade gehabt, sehr gutes Beispiel. Viele Leute haben natürlich die Ruhe auch genossen, als ja Corona war und hier tatsächlich gar nichts stattfinden durfte. Viele Leute sind sogar in der Zeit auch hergezogen und wundern sich jetzt auf einmal, warum das so ein lauter Stadtteil ist. Wo du dir die Frage stellst, du weißt aber schon, wo du hier hingezogen bist. Was interessant ist, dass wenn du neu auf den Kiez einziehen willst, eigentlich müsstest du ja wissen, was der Kiez hier bringt. B, ist es kein sozial schwacher Stadtteil, also die Mieten hier, wenn du eine neue Wohnung beziehst. Das beste Beispiel ist das Hochhaus. Da waren früher, ich sag das mal sehr salopp, das war der Cracknotenbunker. Okay. Also in den 90ern. Da drin waren Partys, da drin hast du alles gekriegt, was du kriegen wolltest, wenn du es haben wolltest. Dann haben sie das Ding irgendwann komplett saniert, inklusive Mitbewohner, also Mieter, alles raus. Wir haben sie gleich mit saniert, ja. Ja, ja. 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung, bist du bei 1000 Euro warm. So, jetzt sag mir mal, welcher normale Mensch kann sich das denn leisten, der auf den Kiez kommt und sagt, ja, ich bin sozial schwach, ich möchte gerne auf dem Kiez wohnen. Die werden rausgedrängt. Der Kiez hat zwei Seiten. Zum einen die glückliche Partymeile von Veuve Noire und zum anderen illegale Prostitution, Drogen und Gewalt, die immer wieder für Kritik an der Reeperbahn sorgen. Wo sind wir hier gerade? Ja, herzlich willkommen auf dem Beatlesplatz und somit der Startpunkt in die berühmte große Freiheit. Wow. Mein Wohnzimmer. Hier hat quasi alles angefangen auf St. Pauli. Was bedeutet St. Pauli für dich? St. Pauli ist mein Leben. Also tatsächlich betreten wir hier mein Wohnzimmer. Denn ich habe vor 15 Jahren, nach vierjähriger Kiez-Abstinenz, sollte ich nur zwei Wochen nochmal zurückkommen, Urlaubsvertretung. Ich wollte eigentlich nicht auf den Kiez, weil der Kiez ist eben auch gefährlich, er kann dich nämlich auch auffressen. Also der Kiez kann dir alles geben, aber auch alles nehmen. In Form von, naja,
Also Amüsierviertel. Bedeutet automatisch, ich habe als Türsteher gearbeitet, bedeutet immer Nachtleben, Alkohol, Betäubungsmittel. So, damit du auch fit bist. Wenn du jung bist, kannst du das alles noch ganz gut wegstecken. Und irgendwann siehst du das für dich selber gar nicht mehr, dass du immer weiter, ich sag mal, vom Drachen gefressen wirst. So. Und ich habe dann 2004 die Reißleine gezogen und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Bin abgehauen und habe gesagt, für mich ist der Kiez absolut, ich brauche hier nie wieder arbeiten. 4 Jahre hat es gehalten. Und hast du mittlerweile Mechanismen, um damit umzugehen? Ja, Mann, ich werde jetzt 50 Jahre alt. Ich werde jetzt 50 Jahre alt und wenn ich bis heute die Mechanismen nicht drauf hätte, dann wäre ich hier komplett verloren. Also, nimm uns doch mal mit, was sind das für Mechanismen? Naja. Ich arbeite hier und nach der Arbeit gehe ich nach Hause. Ich bleibe nicht noch. Wie ist es bei dir? Ich kann mich dem tatsächlich auch nur anschließen, was Fabi gerade gesagt hat. Beim Kiez hast du die Möglichkeit, weil die Versuchungen sind hier groß, die hast du an jeder Ecke, egal was es geht, egal ob es ums Feiern geht, ums Saufen geht, ob es Drogen geht, ob es um Sex geht, du hast hier überall sind Versuchungen. Alles. Genau, und mit diesen Versuchungen, also hierher zu kommen und mal ein Wochenende Halligalli-Drecksau-Party zu machen, ist was komplett anderes. Hier zu leben, zu lieben und zu arbeiten, ist für viele auch erstmal eine Herausforderung, weil erstmal musst du dich hier, du musst Ellenbogen haben, du musst ein dickes Fell haben und du darfst auch nicht jedes Wort, was dir an den Kopf geknallt wird, gleich auf die Waagschale legen. Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, herauszufinden, wo die Schwelle zwischen echt und unecht ist. Also hier wirklich eine ernsthafte Beziehung auf den Kiez aufzubauen, ist relativ schwierig. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber in meinem Fall ist es tatsächlich gar nicht so einfach, weil man muss natürlich auch mit genau dem ganzen Kram halt auch klarkommen. Und natürlich kann das auch passieren, dass du jemanden kennenlernst, der ein absolutes Absturzopfer ist. Aber tatsächlich echte Liebe auf dem Kiez findest du? Ich bin das beste Beispiel. Ich hatte mit allem abgeschlossen. Ich sag mal, so salopp Sexleben à la carte. Du hast überlegt, wen nimmst du heute Abend nach Hause oder wen besuchst du im Hotel. Das ist gar kein Problem hier. Also du kannst definitiv jeden Abend hier einen anderen Partner um für eine schöne Nacht, One Night Stand, ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt meine Frau um die Ecke, meine jetzige. Das ist der Kiez auch. Wenn du nicht damit rechnest, wenn du denkst, alles ist gelutscht, nichts ist so beständig wie die Änderung. Aber genau, ich höre schon raus, man braucht auch ein emotional dickes Fell, um sehr bewusst zu sagen, hier ist irgendwie für heute Nacht einfach mal vorbei und hier ist vielleicht auch für immer mal vorbei, für ein paar Jahre. Ja. Also, aber das geht nicht. Wie du schon gesagt hast, der Kiez holt dich immer wieder. Der Kiez holt dich zurück. Also, du wirst ihn noch wundern, weil heute Abend sieht das hier natürlich auch noch mal komplett anders aus. Inwiefern? Also, naja, du musst erst mal vorstellen, jetzt sind hier kaum Leute da. Heute Abend, ab einer gewissen Uhrzeit, Donnerstag, müssen wir mal gucken, heute geht es ja schon langsam los, in unser kleines Wochenende, kann man sagen. Da ist es hier voll. Die Leute haben überall ihre Lichter an, die ganzen Bars, Clubs und Locations. Das ist dann nicht mehr einfach nur eine Straße, sondern hier findet das Leben statt. So, dann machen wir den Puff auf, lass uns rein. Ja, ja, okay. Ist in Ordnung. Ist okay. Lass mich mal vorbei. Die Olivia Jones Bar ist von der Reeperbahn nicht mehr wegzudenken. Für Veuve Noir ist die Bar sogar ein zweites Zuhause geworden. Und heute Abend sieht das natürlich auch wieder ganz anders aus. Wie ist das jetzt für euch, hier in dem Laden zu stehen? Hier bin ich quasi großgezogen worden in der Olivia Jones Familie. Und das ist für mich jetzt einfach nur eine leblose Bar. Das Leben kommt erst heute Abend, wenn die Gäste da sind, wenn das Servicepersonal hier ist, wenn die Betriebsleitung da ist und wenn wir dann hier auch mit den Künstlern zusammen halt ordentlich feiern. Und dann hat der Laden wieder Seele. Also ich liebe die Olivia Jones Bar. Das ist für mich, das ist halt wirklich so ein kleiner süßer Puff. Und wenn dann aber heute Abend hier wirklich das Leben wieder da ist und die Leute hier feiern, dann geht einem das Herz auf. Veuve Noir ist 2013 nach Hamburg gekommen und wollte hier eigentlich nur feiern und nicht arbeiten. Und habe hier wirklich die Party meines Lebens gefeiert, weil ich wusste, wo, wenn nicht hier. Und das ging dann so weit, dass ich dem Servicepersonal so derbe hart auf den Sack gegangen bin, weil ich halt wirklich tierisch viel geschrien und ordentlich gefeiert hatte, dass sie wirklich gesagt haben, Schatz, pass auf, hör zu, du nervst, aber hast du Bock, für uns zu arbeiten? Und das war dann wirklich der Beginn meiner Geschichte hier in der Olivia Jones Familie. Ich habe mich dann fürs Casting beworben, daran teilgenommen und jetzt bin ich seit mittlerweile 10 Jahren dabei. Gut, ihr Lieben, dann bis nachher. Ja, bis später. Ciao, tschüss, danke dir. So, komm, dann mache ich den Zaubervorhang hier noch wieder zu. Und dann würde ich sagen, das war dein Wohnzimmer. Das war quasi, ja, mein Kinderzimmer, das kann man quasi sagen, von der Olivia Jones Familie. Und jetzt gehen wir nach Hause, denn jetzt muss ich mich nämlich langsam hocherotisch in Schale schmeißen, denn so ist sicher heute Abend natürlich nicht aus. Ich werde jetzt aus dem wunderschönen Schwan einen noch schöneren Schwan machen.
Mit 16 Jahren hat Veuve Noire angefangen, sich zu schminken. Anfangs, um Hautunreinheiten zu verdecken. Heute ist es viel mehr als das. Sie möchte damit ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Das Ganze dauert fast 3 Stunden. Mir war es damals auch nicht wirklich bewusst, mehr unbewusst, wichtig, so androgyn wie möglich zu sein. Also wirklich zwischen den Geschlechtern zu schwimmen quasi. Natürlich auch mit dem Hintergrund, es den Menschen nicht einfach zu machen, um also gleich über mich zu urteilen. Weil wenn wir Menschen kennenlernen, die ersten Schubladen, die wir aufmachen, ist es Mann, ist es Frau, die dazugehörigen Vorurteile und dann ist der Drops gelutscht. Und das habe ich den Menschen aber schon schwierig gemacht. Das heißt, sie konnten mich gar nicht einkategorisieren. Gut, das Problem war natürlich gewesen, gerade in dem Alter und auch im ländlichen Bereich, war ich natürlich dann erst recht die Schwuchtel vom Dienst gewesen und durfte dann natürlich dementsprechend noch mehr als vorher schon um mein Leben laufen und bin halt immer wieder verprügelt worden. Gerade auch mit 16, 17 nachher, da hatte ich mich meiner besten Freundin noch anvertraut, dass ich bisexuell bin, einfach um das Drama versuchen so ein bisschen zu schmälern. Die hatte dann leider aber auch ihren Mund nicht gehalten und ich war wirklich von heute auf morgen komplett geoutet, ungewollt. Das lief nachher auch teilweise alles echt so weit. Ich hätte mich natürlich auch anpassen können. Ich könnte mich dem normalen 0815-Standard anpassen können, den alle von mir erwarten. Wäre dann aber todunglücklich gewesen, weil das nicht meiner Persönlichkeit entsprach. Und ich habe irgendwann, auch das ging auch wirklich so weit, dass ich, als ich dann im Hotel gelernt habe, damals noch als Hotelfachmann, wollte ich mir mein Leben nehmen. Weil ich dem einfach auch nicht mehr standhalten konnte. Dem ganzen Druck, ständig haben die Leute irgendwas von mir erwartet, was für mich nicht nachvollziehbar war. Und vor allen Dingen haben die Leute teilweise mich zu Tode prügeln wollen. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe niemandem was getan, niemanden beleidigt, verletzt oder sonst noch irgendwas. Und das war dann irgendwann der Punkt gewesen, wo ich mir auch mein Leben nehmen wollte. Und ich hatte damals niemanden, der mir irgendwie Rückhalt oder Sicherheit geben konnte. Keinen, der gesagt hat, nein, mit dir ist alles richtig, sondern ich musste mir das alles selbst beibringen, weil das halt damals gerade in Rostock und Wismar die Ecke halt total schlimm war, gerade mit diesem homophoben Verhalten. Ist das für dich Motivation, das der Aufklärungsarbeit zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hätte ich diese negativen Erfahrungen damals als junger Mensch nicht gesammelt, würde ich, glaube ich, diese Aufklärungsarbeit in der Form so mit der Intensität wahrscheinlich auch nicht machen. Durch ihr Anderssein hatte sie es in ihrer Jugend nicht leicht. Mit 17 Jahren ist sie in ein jugendbetreutes Wohnheim gezogen, litt an schweren Depressionen bis zum Klinikaufenthalt mit stationärer Therapie. Seit ihrer Schulzeit kämpft sie gegen Trans- und Homophobie an. Heute klärt sie mit dem Projekt Olivia macht Schule Jugendliche auf. Hier in Hamburg war das Thema Drag und Travestie und Homosexualität und Transsexualität und. Das wurde natürlich schon viele, viele Jahre ganz, ganz anders gelebt. Und plötzlich kommst du da rein und bist da, wo du hingehörst. Und dadurch fing das natürlich auch an, alles sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Gibt dir das ein Stück Sicherheit oder hilft dir das zur eigenen Identität, sag ich mal, dabei, dass du dieses Label jetzt hier hast durch den Kiez? Ich glaube, das Thema Sicherheit, das war schon immer ein Thema, womit ich mich selbst beschäftigt habe. Natürlich war ich natürlich froh gewesen, als ich damals nach Hamburg gezogen bin, in einem sicheren Rahmen und in einem sicheren Umfeld zu leben, weil St. Pauli ist der Inbegriff für Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt. Aber trotz alledem musste ich mir das immer noch weiterhin selber beibringen, mir Sicherheiten zu schaffen. Und es war schön zu sehen und schön zu erfahren, dass, wenn ich geschminkt auf die Straße gehe, nicht mehr um mein Leben laufen musste. Ist das für dich wie ein neues Leben, das neu begonnen hat? Der 16.05.2013, da wo das Casting stattfand, das ist mein zweiter Geburtstag. Weil ab da an, wie gesagt, konnte ich mein Lebensmittelpunkt in den schönsten Stadtteil der Welt verlagern und konnte endlich mein Leben leben. So, komm mein Engelchen. Auf geht's in die bunte, schrille Welt. Hast du in irgendeiner Form jetzt Lampenfieber oder so ein bisschen Anspannung, dass du jetzt hier Show machst und Führung machst? Also das kommt meist kurz vorher. Ja. Also ich bin immer nervös und aufgeregt, weil man natürlich auch immer nicht weiß, gerade jetzt noch bei den Touren, was hat man für Leute da jetzt, ne? Wie ist das Publikum auch drauf? Für mich ist jetzt gerade nur, ich weiß, ich gehe gerade raus und ich bin ich. Ich bin so hundertprozentig ich, viel mehr ich kann ich gar nicht sein. Die erste Kiez-Tour des Abends steht an. Veuve Noire zeigt den Besuchern und Besucherinnen ihre bunte Sicht auf St. Pauli. Jetzt heißt es aber vor allem Showtime. Und in diesem Sinne natürlich auch nochmal romantische Fatzen und Dämmelchen, ihr geilen Bornopeitschen, auf den schönsten Stadtteil der Welt, auf St. Pauli. Prost! Ich habe hohe Schuhe an, ich komme nicht hinterher. Dann bis dann. Ja, danke. Genau.
Kommt rein, ihr Zuckerschnuten. Das Hamburger Rotlichtviertel ist umstritten. Prostitution und Gewalt sind ein Teil von St. Pauli. Veuve Noire hat hier aber ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Lass mich mal meinen Schnaps trinken. Ja, das weißt ist Wolfenbüttel. Ich war jetzt gerade auch wochenlang, ich war fast einen Monat lang erkältet gewesen. Und da hast du nur die Medizin genommen? Genau, ich habe nur, und es ging besser. Nach 4 Wochen war es schon wieder vorbei. Das ist ja blöd für dich. Prost, Schatz. Auf eine wunderschöne Nacht. Ja. Und einen erfolgreichen Abend. Ja. Wenn ihr mal beschreiben sollt, was ist für euch so der größte Unterschied Kiez bei Tag, Kiez bei Nacht? Die Menschen. Ja. Ich glaube, darauf lässt sich das am einfachsten nicht reduzieren. Aber sind die Menschen anders oder sind es andere auf Menschen? Auf jeden Fall. Es sind andere Menschen. Beides. Also die Menschen sind anders, weil sie natürlich auch, weil tagsüber ist hier normales Leben. Wie auf dem Land, wie auf dem Dorf. Jeder geht einkaufen, jeder hat sein Tun und Machen. Man läuft der Mutti und der Hausfrau von nebenan über den Weg. Und dann nachher zum Abend hin sind die meisten zwar auch noch unterwegs, aber die gehen sich in der Zwischenzeit auch ein bisschen aufdrehen. Aber es sind auch auf einmal komplett andere Menschen da. Und vor allen Dingen sind es viel, viel mehr Menschen. Ja, unser Wochenende beginnt jetzt. Und so am Freitag ist dann so Frühschoppen, Samstag ist Abrissparty und Sonntag ist wieder Koma. Montag, Dienstag wieder aufbauen, Mittwoch nochmal den letzten, ich sag mal, den Bauch kratzen, bevor du dich nochmal aufwachst. Donnerstag ist wieder aufstehen, Freitag ist Frühschoppen, Samstag ist Abrissparty. Und so zieht sich das wie ein bunter Faden durch unser Leben. Gibt es einen Kiez, der dir besser gefällt, der am Wochenende oder der unter der Woche? Der vor 10 Jahren. Der vor 10 Jahren? Schön. Zumindest der Kiez vor Corona, ich glaube. Also weil Corona hat einiges gemacht. Mal abgesehen davon, dass es mit den Läden hier viel gemacht hat. Es hat mit den Künstlern aber auch viel gemacht und mit den Leuten, die hier leben und arbeiten. Mit denen hat es auch sehr viel gemacht. Spürst du auf dir sozusagen oder auf der Szene eine Verantwortung dafür, zu gucken, dass Leute nicht zu sehr über die Stränge schlagen? Oder ist das eigentlich eher dein Wunsch, alles rauslassen, was möglich ist? Ich glaube, da gibt es keine wirkliche Grenze, die man pauschalisieren kann. Ich glaube, diese Grenze entscheidet jeder für sich selbst. Und wenn man das Gefühl hat, jemand ist zum Beispiel drüber oder will jetzt etwas mehr, dann kann man demjenigen auch sagen, und das auch wirklich voll respektvoll, pass auf, bis hier und nicht weiter, und dann funktioniert das. Könnte man sagen, du hast es immer als Familie beschrieben, für dich ja natürlich nochmal in einem ganz besonderen Maß, aber wird man für die Zeit, wo man hier auf St. Pauli ist, so ein kleines Stück jeweils mit in die Familie aufgenommen, sodass man so ein bisschen Schutz erwarten kann? So. Quasi schon. Quasi ist es genauso. Also ich weiß, am Anfang war ich natürlich auch teilweise immer noch verunsichert, weil natürlich auch hier viele Menschen teilweise überfeiern. Und natürlich war das dann auch mal so ein bisschen ein unsicheres Gefühl, dann trotzdem alleine nach Hause zu gehen. Aber ich weiß, das ist noch nie vorgekommen, aber wenn mir hier auf St. Pauli irgendwo an irgendeiner Ecke irgendwas passieren würde oder ähnliches, weiß ich, sind genug Leute in meiner Nähe, die das mitkriegen und dann auch sofort da sind. Und das ist hier auf dem Kiez wirklich so. Türsteher kriegen das mit, die Türsteher behalten auch die Straße komplett im Auge. Und wenn irgendwo Ärger entsteht, sind die da und die sind für einen da. Und das ist halt das, was diesen Stadtteil auch ausmacht. Und das unterschätzen viele aber auch. Und deswegen sage ich immer wieder, man muss diesem Stadtteil mit Respekt begegnen. Und dann begegnet dieser Stadtteil dir auch mit Respekt. Verkackst du es, dann hast du es richtig verkackt. Und dann kann es teilweise auch sehr schnell mal sehr viel Ärger geben. Unser Tag geht zu Ende hier. Ja, leider. Es war so zauberhaft mit dir. Ich habe heute ganz viel gelernt. Komm, ja, lass dich einmal ganz kurz drücken. Danke. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das Vergnügen war natürlich ganz auf deiner Seite gewesen. Das stimmt. Du hast mir deine Welt gezeigt und es war einfach toll. Du hast es mir so leicht gemacht. Sehr schön, das freut mich natürlich zu hören. Darf ich fragen, was sind so jetzt nochmal so deine gröbsten Eindrücke in 3 Worte, die dir jetzt zu dem Ganzen rückwirkend, seitdem du heute mich auch privat und ungeschminkt kennenlernen durftest, bis jetzt auch, wo wir mit den Krawallstaffeln über den Kiez gelaufen sind. Was sind so deine 3 Worte, die dir zu dem ganzen Thema jetzt einfallen? St. Pauli ist eine Familie. Mhm. Wöff ist keine Rolle, sondern eine Person. Okay. Und der Zugang zu diesem Kiez ist viel leichter, als ich dachte. Das sind nicht 3 Worte, sondern 3 Sätze. Aber ist egal, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja. Vielen, vielen Dank, mein Engelchen. Für dich gedrückt. Und dann bist du hoffentlich ganz doll bald. Und pass auf dich auf. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Am Anfang habe ich mich gefragt, wie sehr sie mich wohl aus meiner Komfortzone holen wird. Und ich muss sagen, schon ganz schön. Weil ihre Story halt einfach wirklich bewegend ist. Ne? Von,
viel Diskriminierung, die sie erfahren hat, dann irgendwann hier in die Familie von Olivia Jones. Aber auch wie schön, dass sie hier einen Ort gefunden hat, wo sie frei sein kann, wo sie so sein darf, wie sie einfach den ganzen Tag ist.